Ist mein Hund zu dick? Und wenn ja, wie würde er abnehmen? Ein riesengroßes Thema, nicht nur bei den Menschen, sondern auch bei den Hunden. Wie merke ich, dass mein Hund zu dick ist? Das Einfachste ist, für den Laien bzw. für den Besitzer, wenn er an seinen Hund herantritt, egal welche Rasse, egal welche Größe, egal welche Fellform und Länge, mit beiden Händen an den Hund heran. Und wenn ich mit leichtem Druck die Rippen spüre, dann ist mein Hund eindeutig zu dünn. Wenn ich bei Rüberstreichen des Körpers die Rippen leicht merke, könnte er Idealgewicht haben. Und wenn ich die Rippen gar nicht spüre, ist mein Hund eindeutig zu dick. Fettleibigkeit hat wie bei Menschen natürlich körperliche Folgen, Herz-Kreislauf-Beschwerden, Herzerkrankungen, Fettleber, Probleme mit dem ganzen Körper, mit den Gelenken, Folge Arthrose. Das sind die Folgen genau wie bei Menschen. Was kann man dagegen tun? Man sollte sein Futter überdenken bzw. das Futter reduzieren. Die kleinen Naschereien, die der Hund bekommt untertags bzw. von Verwandten, liebgemeinten Nachbarn, Omas und Opas reduzieren bzw. ganz abstellen. Und die Bewegung ist ganz wichtig. Natürlich mit einem sehr dicken Hund, keine Marathonläufe, sondern mehrere kleine Spaziergänge, sodass sich der Hund wieder daran gewöhnt, an die Bewegung, und diese dann Woche für Woche eben steigern. Wasserlaufbahn bzw. Wassertraining finden viele Hunde sehr spaßig. Da haben sie den Spaziergang, den Effekt des Abnehmens in einem. Also sie haben Spiel, Spaß und das Abnehmen in einem. Das ist eine Idee, und es ist gelenkschonend.